Ein rivalisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 2. Wir müssen für unseren König das Tor öffnen. Oh, ja. Klicken. Bin schon dabei. Oh, das ging aber schnell. Ah, da hat die Truhe noch vielleicht reingucken. Die Sachen können wir wahrscheinlich noch gebrauchen. Können wir ja kurz mal reingucken. Und zwar Lederhandschuhe. Meine Handschuhe plus 1 und die plus 1. Hä? Episch? Episch? Achso, die haben ja Stats drauf. Das sehe ich das gerade gar nicht. Ey, ich muss ja links gucken. Und zwar Aktion von Magieschaden plus 1 und Blutresistenz plus 5 und die hat. Ja, ich glaube mal, ich lasse die Handschuhe, die ich aktuell habe, an. So, unser König. Du bist hiermit der höchst dekorierte Hexer der Welt. Und auch der reichste. Ich nehme Eure Majestät beim Wort. Siehst du, Roche? Geralt hat's geschafft. Gerade rechtzeitig. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Geschissen auf die Elfen. Die sind später dran. Zum Tempel! Skoyatel, das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit, oder du lügst hervorragend. Erzähl mir den Rest. Volltests Bankerte, die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Wäre Tails nicht gewesen, wären wir vielleicht gemeinsam eingetroffen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte recht. Seine Majestät Foltest, König von Temerien. Arthur Tails, der frühere Graf Neswelt. Ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Ja, aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Wo sind Anaïs und Bussy? Fragt ihr nach den Königskindern? Strapazier meine Geduld nicht, Tails. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod. Gesteht es, Foltest. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Bussy und Anaïs sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen. Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tails, aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mit Hilfe von Schargen, Hexen und Wechselbalgmutanten, denen gar nichts heilig ist. Dies ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Ich denke schon. Wo habt ihr die Kinder versteckt? In der Einsiedelei. Sie sind in der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung! Hokus pokus! Boah. Ich glaube, wir reden nur. Dämpf deine Stimme, Tails. Dieser Ort ist doch heilig. Das werde ich dir nie verzeihen, Mutant. Hörst du? Wir können uns nicht überall Freunde machen. Dieser Drache bringt das Fass noch zum Überlaufen. Es ist schon übergelaufen. Übergelaufen? Na, das Fass. Verdammt nochmal, unerhört. Geralt, du kennst dich doch aus. Kann man so einen Drachen zähmen? Zähmen? Davon hätte ich noch nie gehört. Wieso frisst er denn ausschließlich meine Leute? Hoffentlich ist es Marigold gelungen, sich zu teleportieren. Ganz bestimmt. Nun ja, wenn nicht, muss ein neuer Ratgeber her. Halt den Rand, Roche. Immer der Wahrheit im... Der Drache ist zurück! Ich kann nicht weiter! Oh, nein, scheiße.
Ja, wir laden doch glatt nochmal den Spielstand, würde ich sagen. Es sah aber auch nicht schlecht aus, wie ich da gerade weggeflogen bin. Der Drache ist zurück! Ich kann nicht weiter! Oh, das war knapp. Okay, das hat er jetzt automatisch gemacht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gestorben. Boah. Boah, das tat weh. Unterkopf gestoßen. Ist ja klasse, jetzt hat das Viech unser Schwert in der Gosch stecken. Hast du mir das Leben gerettet. Du kannst mich bitten, warum du ja, willst. Warte mal, ganz kurz, das ist nämlich mein Silberschwert. Ich verlasse euren Hof, Majestät. Und ich möchte Triss Merigold mit mir nehmen, wenn sie will. Sicher will sie. Bist du denn blind? Sie ist dir doch mit Haut und Haaren verfallen. Ihr dürft gehen, keiner wird euch aufhalten. Du hast mein Wort. Wer kommt da? Volltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Oh, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört. Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Es kommen Bewaffnete, Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Büssi, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. Anais, hilf deinem Bruder. König, das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König.
Und genau deshalb sitzen wir auf der Anklagebank. Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Was mache ich denn? Unternimm was. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ich glaube, ich antworte lieber, ich würde den Mörder suchen, weil das dann eher sein Vertrauen vielleicht gewinnen würde. Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorwitz, Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Ja, das ist doch gut. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Bring was zu trinken. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen.
Vess gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr. Darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Über Foltests Tod? Eher über Geralts Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Vess! Verhör beendet. Fessle ihn. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Iss. Kannst es brauchen. So, und wie das Ganze weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar da lassen. Und denkt dran, der Items, der macht den dritten Teil von The Witcher. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in der Zukunft dann weitergeht, nach dem, was wir jetzt hier machen, dann könnt ihr bei dem Items vorbeischauen. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.